Ja, wir befinden uns hier auf der Posener Straße beim dortigen muslimischen Kulturverein. Es ist zu einem Feuer gekommen im dortigen Vereinsheim, welcher irgendwann auf das komplette Gebäude mit übergegriffen hatte. Ja, bei Eintreffen stand zuerst die Küche in Vollbrand. Alle Personen hatten bereits bei Eintreffen der Feuerwehr schon das Gebäude verlassen. Der ersteintreffende Einsatzleiter hat sich darauf beschränkt, eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Dazu wurden im weiteren Einsatzverlauf insgesamt 4 Strahlrohre im Außenangriff sowie 1 Strahlrohr über die Drehleiter eingesetzt. Im angrenzenden Bereich der Einsatzstelle verläuft direkt eine Güterstrecke der Deutschen Bahn. Aufgrund der Rauchentwicklung des Brandereignisses wurde diese kurzzeitig gesperrt. Ja, insgesamt befanden sich 2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie 1 Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Als Gemeinde? Ja, nicht so gut. Irgendwie, dass man uns irgendwie was vom Herz irgendwie da komplett entrissen hat oder so. Gerade jetzt in dem Monat, wo wir jetzt sind, in den Ramadan-Fastenzeit. Ja, ist immer passiert. Wir haben versucht, irgendwie das zu löschen und so. Mehrere von uns und alles andere, aber das Feuer war zu stark. Und das ging dann von einmal wirklich ruckhaftig, von einmal so schnell. Und das komplette Gebäude, also was sei jetzt fürs Restaurant, fürs Essen, für Iftar, also wo wir da zusammen essen oder so, ist komplett ausgebrannt und so. Also wir wissen, dass hier jetzt einer von der Kripo jetzt gesagt hat, das wird jetzt hier zugemacht, Aufkleber und so vor der Tür. Eigentlich, ja, was soll ich sagen, also irgendwas, was vom Herzen rausgerissen worden ist. Wir haben jetzt keine Gebetsstätte jetzt für uns als Roma, IKUR oder so, wo wir hier auch sind zusammen, müssen wir uns gleich irgendwo zusammen hinsetzen und irgendwie schauen, was jetzt passiert. Die ersten 2-3 Tage ist sowieso jetzt Bürokratie und erst dann wissen wir, wie der Verlauf wird. Wir hoffen, dass vielleicht im Schnellen, dass das doch aufgemacht werden kann. Eigentlich ist eine Veranstaltung gewesen von Freitag, die stattgefunden hat, der 8. April ist der Roma-Tag für den ganzen Zigeuner, also was Roma-Tag ist oder so. Und das wollte man jetzt zusätzlich jetzt bei uns weitervermitteln, hier in der Gemeinde, in der Moschee, um das in einer Art zu gedenken und so. Und ja, nicht stattgefunden dadurch, dass das jetzt so passiert ist.